Zeichne die Punkte A, 0, 2, B, 4, 1 und C, 3, 3 in ein Koordinatensystem und verbinde sie in alphabetischer Reihenfolge. Führe eine Verschiebung des Punktes A aus, sodass der Punkt A' 2, 3 entsteht. Dieselbe Verschiebung wiederholst du auch für die beiden anderen Punkte. Immer ganz wichtig, bei diesen Koordinatenangaben steht die erste Zahl immer für die X-Koordinate und die zweite Zahl für die Y-Koordinate. Und genauso musst du das auch in dein Koordinatensystem übertragen. Das mache ich jetzt erstmal auf Papier. Ich habe dir jetzt ja eben gerade die Aufgabe schon vorgelesen und ich habe jetzt hier auch schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet. Also schau doch einfach nochmal mit mir zusammen auf diese Aufgabe. Wir haben hier den Punkt A mit 0 und 2, den Koordinaten. Wir haben den Punkt B mit 4 und 1. Wir haben den Punkt C mit 3 und 3. Und jetzt steht hier, dass eine Verschiebung so durchgeführt werden soll, dass halt eben alle Punkte so verschoben werden, dass aber eben alles passend ist zu der Verschiebung A zu A', nämlich dass A' letztlich auf dem Punkt 2 und 3 landet. Das heißt, wir haben jetzt eine Verschiebung schon vorgegeben, so wie mit den Fußballfeldern, und müssen jetzt die anderen Punkte zu Bildpunkten machen, die zu dieser Verschiebung passen. Also nehmen wir uns unser Geodreieck und zeichnen erstmal von jedem der beiden verbleibenden Punkte Parallelen zu dieser roten ein. Dabei nutzt du dein Geodreieck und du siehst ja hier in der Mitte sind diese Striche. Und darauf legst du jetzt oder probierst so gut wie möglich diese rote Linie zu legen. Wenn dir das nicht, also jetzt hier bei Punkt C geht das eigentlich relativ wunderbar. Wenn dir das nicht ganz gelingt, dann kann diese rote Linie auch etwas neben dieser schwarzen liegen. Nur man sieht ja dann, dass die beiden zueinander parallel sind und somit muss es insgesamt auch parallel sein. Vielleicht siehst du das ja auf dem Video, dass hier die rote jetzt leicht unter dieser schwarzen Hilfslinie des Geodreiecks liegt. Da hältst du das Geodreieck fest und zeichnest einfach in diese Richtung, wie auch die andere Verschiebung abgelaufen ist, nämlich nach rechts oben, zeichnest du einfach erstmal eine Linie ein, die geht so weit, ja, wie du so ungefähr abschätzt, dass es reicht. Da kann man nicht genau sagen, 5 cm oder 6 cm kann man nicht sagen, deswegen einfach erstmal einzeichnen. Dann verschiebst du das Geodreieck, denn auch vom Punkt B soll jetzt eine Parallele zu dieser roten Geraden abgehen. So, jetzt würde die rote genau auf so einer Hilfslinie liegen, es reicht aber nicht ganz, deswegen müssen wir das noch ein bisschen runterschieben auf den Punkt B. Aber du siehst jetzt, eine schwarze Hilfslinie ist jetzt parallel zu der roten, also geht das jetzt auch hier und wir können also jetzt hier wieder einzeichnen. So, du siehst jetzt also, ich habe die Geraden relativ lang gezogen, hier hätte ich vielleicht gar nicht gemusst, denn sie müssen ja so ungefähr so lang sein wie diese rote da. Oder nicht nur ungefähr, sondern sie müssen so lang sein wie diese rote. Denn als nächstes stichst du jetzt einfach diesen Zirkel hier ein und misst die Länge bis zu A' ab von A. So, das heißt, das ist diese Verschiebungslänge. Und diese Verschiebungslänge, die nutzen wir jetzt auch bei C, um C' zu ermitteln. Und bei B, um B' zu ermitteln. So, da markieren wir nämlich jetzt einfach diese Längen mit diesem Zirkel. So, und jetzt können wir unsere Grafik hier zeichnen. Dafür nehme ich nochmal den blauen Stift. Wir haben jetzt also hier einmal unsere Verschiebung für B' und hier unsere Verschiebung für C'. So, und es soll natürlich auch wieder ein Dreieck werden und deswegen können wir das jetzt hier auch schön einzeichnen. Hier haben wir jetzt also unseren Punkt. Und da haben wir einen Punkt, also können wir das hier verbinden. Und auch hier können wir es verbinden. Wir haben auch wieder einen Schnittpunkt von diesem Zirkelkreis und unserer lilanen Hilfslinie. Also siehst du, es läuft immer viel mit Hilfslinien und so. Und dann erstmal gucken und hinterher setzt sich dann quasi so ein Puzzle zusammen. Und du siehst jetzt hier, ich hoffe, es ist noch gut sichtbar, das ist jetzt hier deine Bildfigur. Die besteht jetzt aus A', B' und C'. Und die liegt jetzt hier wie so in so einem Tunnel versetzt. Also stell dir jetzt hier diese lilanen und dieses rote vor wie so ein Tunnel. Diese drei sind alle parallel zueinander und bilden quasi deine Verschiebungsstraße, wenn du so willst. Also dadurch, dass die alle parallel sind und alle in die richtige Richtung oder in die gleiche Richtung zeigen, ist das deine Verschiebungsstraße. Und das Urbild, also das Dreieck aus A, B, C, das verschiebt man jetzt auf dieser Straße so lang, wie eben dieser Verschiebungspfeil hier ist. Und das konnte man mit dem Zirkel wunderbar machen. Auch hier siehst du das. Hier ist jetzt dieser blaue Pfeil nur parallel zu einer dieser schwarzen Linien. Aber wenn der blaue Pfeil parallel zu einer dieser schwarzen Linien ist, dann ist es ja auch insgesamt parallel. So, jetzt habe ich also meine drei Hilfslinien hier gemacht. Und jetzt geht es wieder an den Zirkel.
Wir zirkeln ständig jetzt hier wieder in diese Verschiebungsfalle ein und messe erstmal ab.